Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem digitalen Fachgespräch. Mittlerweile schon eine kleine Tradition, dass wir uns zu aktuellen und zu wichtigen Themen austauschen, immer mit Betroffenen, mit Experten, mit Menschen, die uns was zu diesem Thema zu sagen haben. Und ein Thema ist im Moment ja sehr, sehr aktuell. Das ist nicht nur Corona, sondern auch die Folgen von Corona, zum Beispiel für die Bildungspolitik. Und alle, die selbst Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen sind, können das beurteilen, aber auch natürlich Eltern wie ich, die die Kinder jetzt jeden Tag auch zu Hause haben und auch zu Hause betreuen müssen. Und die Corona-Krise hat uns ja nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, quasi im Sturzflug viele Baustellen offengelegt, an denen man in den vergangenen Jahren angefangen hat zu arbeiten. Aber jetzt haben wir deutlich gesehen, dass vieles schneller gehen muss. Also viele Probleme in der Bildungslandschaft sind jetzt offenbar geworden. Wir haben große Klassen, wir haben auch räumliche Probleme, wir haben auch Digitalisierungsprobleme in den Schulen und wir haben natürlich auch zwei Sphären, die wir beachten müssen in der Debatte. Da ist zum einen die Frage, wie gehen wir mit der Gesundheit um? Und auf der anderen Seite natürlich auch das ganze Thema Bildungsgerechtigkeit. Und jetzt durch die Rückkehr in den Präsenzunterricht für die Abschlussklassen ist es nochmal deutlich geworden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen dieses digitale Fachgespräch heute Abend zum Thema Bildung. Ich freue mich, dass wir zwei Gäste gewinnen konnten, die in dem Thema aus zwei Seiten oder aus zwei Sichtweisen was beitragen können. Zum einen freue ich mich, dass Birgit Jenny bei uns ist. Sie ist die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Saarland. Man kann sagen, sie kämpft schon lange für eine gute Bildungspolitik. Wir kennen uns auch schon aus Zeiten, als wir gegen die Grundschulschließungen im Saarland gekämpft haben, vor einigen Jahren. Und ich habe sie auch in den vergangenen Monaten als Kämpferin tatsächlich für eine gute Bildungspolitik, aber auch für die Rechte und auch für die Wertschätzung für die Lehrerinnen und Lehrer und für die Beschäftigten in den in den Bildungseinrichtungen des Saarlandes nochmal sehr genau gesehen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist, Birgit. Einen schönen guten Abend. Und auf der anderen Seite haben wir jemanden gebeten, heute Abend bei uns zu sein, der uns das von der Schülerseite beleuchtet, Santino Kloß. Kenne ich auch von der Grünen Jugend, aber ist auch war Schülersprecher an seiner Schule, an seinem Gymnasium in Neunkirchen und hat jetzt bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht mit einem Schild vor seiner Schule auf die Risiken auch aufmerksam gemacht, die damit zusammenhängen. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Schülersicht heute Abend auch vertreten haben mit Santino Kloß. Auch dir ein herzliches Dankeschön, dass du heute Abend bei uns bist. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich auch, dass wir nicht nur Zuschauer hier quasi im Videoraum haben, sondern dass wir auch die Veranstaltung bei Facebook streamen und auch dort noch einige Leute zugucken. Das Konzept dieser Veranstaltung ist so, dass wir unseren beiden Gästen zunächst mal einführende Worte ermöglichen und dass wir danach in eine Diskussion gehen, nicht nur mit mir, sondern auch die Leute, die hier quasi unserer Videoveranstaltung sind, können hier Fragen stellen. Dafür bitte die F- und A-Funktion nutzen, wenn Sie Fragen stellen wollt, wenn ihr Fragen stellen wollt. Im Chat bitte nur zum Unterhalten und auch über Facebook ist es möglich, sofern wir das dann auch abgearbeitet bekommen. Wir haben etwas mehr als eine Stunde Zeit. Das ist ein lockeres Format und ich freue mich jetzt auf die Einschätzung zunächst von Birgit Jenny über die aktuelle Lage und zur Frage ist ja auch, wie kann Bildung in Pandemiezeiten und auch danach gelingen, weil wir müssen ja auch tatsächlich die Zeit danach im Blick behalten. Und danach würde ich Santino um eine Einschätzung bitten und danach gehen wir tatsächlich dann in die Diskussion. Also ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich, dass auch so viele da sind und mitdiskutieren wollen und würde jetzt Birgit Jenny quasi für das Eröffnungsstatement das Wort geben und dann direkt im Anschluss Santino Kloß und dann steigen wir ein in die Debatte. Birgit, bitteschön, du hast das Wort. Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen, weil das ist, denke ich, für mich ganz wichtig, dass auch die Meinung der GEW öffentlichkeitswirksam hat. Wir vertreten über 3000 Mitglieder
aus dem Bereich Erzieher, Sozialpädagogik und Schulen. Alle Schulformen vertreten wir. Wir vertreten die frühkindliche Bildung bis zur Hochschule. Das möchte ich einfach mal sagen. Und wir sind eine Gewerkschaft, die streiken kann, eine Gewerkschaft, die kämpfen kann. Und ich als Vorsitzende habe die Aufgabe, dieser Heterogenität in meiner Gewerkschaft gerecht zu werden. Und ich war schon von Anfang an von dieser Pandemie davon betroffen, mich einzusetzen für meine Mitglieder. Ich habe aber als Bildungsgewerkschaft nicht nur die Mitglieder im Blick, sondern auch die Schülerinnen und Schüler und die Eltern. Und wir haben auch dazu zu Beginn der Pandemie im Frühjahr Online-Umfragen gemacht, sowohl bei Eltern, die haben wir unterstützt mit der Landeselterninitiative. Wir haben Eltern gefragt zum Thema Digitalisierung. Da gab es ja Probleme, das war auch nicht problematisch, denke ich. Das war ja von heute auf morgen, wo wir Fernunterricht machen mussten als Kolleginnen und Kollegen. Und ich weiß noch, dass ich damals selbst Fernunterricht hatte in einer Abschlussklasse und dass für mich da ganz wichtig war, die Beziehungsarbeit zu meinen Schülerinnen und Schülern. Und wir versuchten dann natürlich in Kontakt zu treten, aber das war nicht bei jedem Schüler oder jeder Schülerin möglich. Die hatten keine Anbindung an WLAN oder ihr Telefon war nicht so geladen und gespeichert. Dann war ich eine Kollegin, die schon über 60 ist. Und ich vertrete ja auch Kollegen, die über 60 sind, die älter sind, die nicht so affin sind mit digitalen Medien. Und die Lehrerfortbildung, die hat ja auch in der Vergangenheit gehapert. Und das waren ja immer unsere Forderungen. Und dieser Digitalpakt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der ist ja viel zu spät gekommen, erst 2019. Und die Forderungen waren schon seit 2005. Und da möchte ich nochmal an Klaus Kessler erinnern. Der war damals Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und der hat damals, ich habe jetzt im Laufe der Zeit recherchiert in seinen Unterlagen noch in der GEW, der hat damals einen Laptop gefordert für jede Schülerin, für jeden Schüler. Also so sieht's aus. Wir haben viele Zeit verschlafen. Und jetzt in der Pandemie kommt sehr vieles ins Brennglas. Ich versuche jetzt Bildungsgerechtigkeit, Vereinbarkeit, Beruf und Familie und den Gesundheitsschutz unter einen Hut zu bringen. Und das ist sehr, sehr schwer. Aber an erster Stelle steht jetzt in dieser Pandemie der Gesundheitsschutz. Und deshalb hätte ich mir jetzt gewünscht, dass dieser Präsenzunterricht ausgesetzt wird bis 14.02. für alle Schülerinnen und Schüler, dass wir wirklich einen harten Lockdown machen, damit wir nachher die Chance haben, Unterricht zu machen, Präsenzunterricht. Natürlich mit allen Rahmenbedingungen, die notwendig sind für den Gesundheitsschutz. Und die Abschlussprüfungen, da gibt es auch eine Stellungnahme von Marlies Thepe und zum Sitzenbleiben, das könnten ja diese Bildungsministerinnen und Minister, die sich so gut verstehen, die sind sich ja so einig mit der Bildungsgerechtigkeit, wunderbar gemeinsam lösen für dieses Land. Also den Stellenwert von Prüfungen bitte ich nochmal ja, aufs Tablett zu. Das können wir doch wirklich gemeinsam lösen für ganz Deutschland. Und ich bin da mit Angela Merkel auf einer Linie. Für mich zählt die Gesundheit. Und Kinderrechte haben auch was mit Gesundheitsschutz zu tun. Also das sollte man beachten. Und man sollte die Familien stärken, dass es möglich ist, 4 Wochen ganz konsequent Schulen zu schließen und dann Lösungen gemeinsam zu finden. Also das ist mein Plädoyer. Wir haben auch ein 10-Punkte-Programm jetzt aufgestellt als GEW für den Präsenzunterricht. Und dieses 10-Punkte-Programm beinhaltet natürlich auch Lehrerfortbildung, Lüftungsgeräte, Beschleunigung der Versorgung mit digitalen Endgeräten, Gefährdungsanalysen, Transparenz für das Infektionsgeschehen, Ausbau der multiprofessionellen Teams, das fordern wir auch schon sehr lange, Maskenpflicht, bin ich dafür von Anfang an. Und wo kein Abstand ist, muss
der Abstand geschaffen werden durch Wechselunterricht. Und da schlagen wir verschiedene Wechselmodelle vor. Dazu habe ich auch eine Stellungnahme geschrieben, auch heute Pressemitteilung. Und ich denke, wir sind Gesprächspartner für Eltern, für Lehrer. Ich habe Verbündete bei den Lehrern und ich habe Verbündete bei den Eltern und bei den Schülerinnen und Schülern. Seimetz, Lenard ist für mich ein Ansprechpartner in diesen Netzwerken. Und wir dürfen, was wir jetzt auch, was ich nochmal appelliere, die Inklusion nicht vergessen. Weil dass Förderschulen zulaufen oder Zulauf haben, das stimmt mich bedenklich. Und ich will in diesem Jahr mich besonders der Inklusion widmen und versuche aber jetzt in diesem Moment den Infektionsschutz in den Vordergrund zu heben. Ich denke, jetzt habe ich einiges gesagt. Es ist halt eben ein breites Thema, sehr vielfältig. Aber man sieht, wie komplex das ist und auch, dass meine Rolle nicht sehr einfach ist. Umso schöner und wichtiger, dass du heute Abend bei uns bist und wir nachher darüber diskutieren können. Ich sehe, im Chat gibt es auch schon erste Einträge. Santino, vielleicht schilderst du uns mal die Situation aus deiner Sicht, bevor wir dann in die Diskussion gehen, auch über die Frage, können wir Schulen vielleicht auch über die Pandemie hinaus noch besser machen? Santino Kloß, bitteschön. So, zuerst bedanke ich mich natürlich auch herzlich für die Einladung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass vor allem in so einer schwierigen Zeit die Schülerinnen und Schüler auch gehört werden, dass da jetzt das Gefühl bei den Schülerinnen und Schülern entsteht, dass deren Interessen halt völlig egal sind. Und ich habe auch und muss auch sagen, dass ich die Arbeit von der GEW Saarland und auch die von Birgit Jenny sehr schätze, weil gerade die GEW Saarland halt einfach den Gesundheitsschutz so in den Fokus stellt. Und gerade in der Pandemie darf man das halt nicht vergessen. Welche Hygienemaßnahmen es zurzeit gibt, könnte ich ja mal so ein bisschen erzählen. Bei mir ist es so, es gibt keinen Abstand. Es wird, also natürlich ist, sagt das Bildungsministerium da, wo es geht, macht bitte oder stellt bitte Abstand her. Aber es ist so, wir haben halt Maske, Alltagsmaske, sitzen Press an Press. Es gibt bei mir nur wenige Kurse, bei denen das nicht so ist. Beispielsweise in Mathe, da sind wir, glaube ich, 15 Schüler und Schülerinnen. Da ist es möglich, Abstand herzustellen. Aber irgendwie eine verpflichtende Regelung, dass Abstand hergestellt werden muss, die gibt es nicht. Dann ist es so, dass Infektions kam erst im Herbst. Die erste Schulschließung war im März. Wie lange das gedauert hat, kann man sich dann da auch ausrechnen. Auf jeden Fall viel zu lange. Es ist auch so, dass OSS nicht richtig funktioniert hat über Monate lang. Jetzt ist es so, so langsam wird es schon besser. Also ich habe gesehen, dass man für die einzelnen Schulformen jetzt extra Server hat. Also es stürzt auf jeden Fall nicht so schnell ab wie vorher. Es ist auch so, wir haben praktischen Unterricht, also praktischen Sportunterricht, keinen theoretischen Sportunterricht, halt mit Maske dann. Inwiefern das sinnvoll ist, darüber kann man sich natürlich streiten. Dann ist es so, dass die Quarantäneregeln ja auch geändert wurden. Früher war es so, wenn ein Corona-Fall in einer Klasse aufgetreten ist, ist in der Regel die ganze Klasse in Quarantäne gestrickt worden. Mittlerweile ist es so, dass die Quarantäneregeln so ausgelegt sind, dass ich glaube, nur noch der engste Personenkreis da in Quarantäne muss. Und da ist ja gar nicht klar, wer ist denn das überhaupt? Ist das dann die Person, die neben mir geraucht hat auf dem Schulweg oder vor der Schule? Ist das die Person, mit der ich vielleicht in der Klasse sitze und der Person ist vielleicht die Maske runtergerutscht? Das sind halt alles so Fragen, die man sich da stellen muss. Und das sind, und die Situation löst halt einfach Unsicherheiten, auch Angst bei den Schülerinnen und Schülern aus. Das muss man einfach so sagen. Genau, das ist so grob und ganz das, was im Moment herrscht. Es ist auch so, dass es keine CO2-Messgeräte gibt vom Ministerium aus, also im Hygienekonzept. Ich glaube, von Herbst steht drin, also jetzt nicht wortwörtlich, aber prinzipiell steht drin, die Geräte bringen ja nichts, wenn man halt regelmäßig lüftet, dann seien die Geräte halt überflüssig. Und da frage ich mich halt, wie viel ist eigentlich den Menschen oder den Leuten im Ministerium, bzw. der Ministerin vor allem, unsere Sicherheit auch wichtig? Also wo man sich dann auch fragt,
Interessiert sich eigentlich überhaupt jemand so für uns? Also das ist das, was ich bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern wahrnehme. Genau. Es lässt sich auch feststellen, dass die Maskenpflicht über die Monate immer mehr und mehr verstärkt wurde. Also zuerst war es ja so, war es ja nur so, Maskenpflicht nur am Platz. Nee, nicht nur am Platz, also überall, aber nicht am Platz, weil damals, also nach dem ersten Lockdown, als es dann diesen Wechselunterricht gab, nachdem der Abiturjahrgang dann weg war, konnte man am Platz die Maske ausziehen, weil halt auch der Mindestabstand damals auch gewährleistet war. Ist halt jetzt nicht so. Dann war es ja auch nur so, dass nur in den unteren Klassen, nee, nur in den oberen Klassen Maskenpflicht war und das Ganze dann auch auf die unteren Klassen ausgeweitet wurde. Da hat man dann schon geguckt, dass man mit den Infektionszahlen halt dann auch irgendwie Maßnahmen verschärft. Es ist aber auch so, dass gerade bei der Alltagsmaske, die rutscht oft runter, die wird auch bei vielen Schülern, also nicht bei allen natürlich, und auch nicht bei einem Großteil, aber bei einigen Schülerinnen und Schülern, die wird halt nicht über die Maske gezogen oder rutscht auch einfach mal runter. Das kann ja auch passieren, wenn man gähnt. Also ich muss sagen, mit einer Maske im Unterricht, ich habe mich jetzt zwar daran gewöhnt, aber ich werde immer wieder auch müde. Und da gähnt man halt, dann rutscht halt auch irgendwie die Maske auch runter und die Lehrerinnen und Lehrer, die haben ihre Augen und die können auch nicht ihre Augen überall haben, um das zu kontrollieren. Das geht ja auch gar nicht. Ja, das ist so die momentane Situation im Großen und Ganzen. Ja, so viel dazu. Ja, vielen Dank, Santino, für diesen ersten Eindruck. Birgit und Santino, wir haben ja eine große Debatte, das sehe ich jetzt auch hier tatsächlich im Chat, über die Frage, warum müssen eigentlich die Abschlussklassen jetzt zuerst zurück in die Schule? Ist ja auch im Chat angedeutet worden. Die Abschlussklassen, die sich auch zu Hause, sage ich mal, einigermaßen digital gut weiterbilden könnten und die Fünfer oder die Sechser oder überhaupt die Unterstufe, die vielleicht noch nicht einen halben Tag mal allein zu Hause bleiben kann, die vielleicht auch Schwierigkeiten hat mit dem digitalen Lernen, eher als 16-, 17-, 18-Jährige. Warum aus eurer Sicht hat man da mit den Abschlussklassen diesen Anfang gemacht? Ist das aus eurer Sicht gerechtfertigt oder sagt ihr, na, gerade die Abschlussklassen hätten ja vielleicht auch eher zu Hause bleiben können. Warum ist da dieser Fokus so stark auf die Abschlussklassen und nicht auf die Kleinen gelegt worden, die das vielleicht eher nötig hatten? Jetzt reden wir mal noch nicht über die Frage Gesundheitsschutz. Da würde ich gerne im zweiten drauf kommen, Birgit. Ja, also ich habe mich das auch gefragt. Es gibt ja auch diese Sek-1-Schülerinnen und Schüler und da habe ich auch heute gehört, da gibt es Probleme jetzt auch in diesem Fernunterricht wegen der, ja, dass die halt eben nicht erreichbar sind oder die Lehrer eventuell nicht erreichbar sind aus technischen Gründen. Ich habe also mir auch die Frage gestellt, weil ich denke, Abschlussklassen, die gehen studieren, Abiturienten gehen studieren. Meine Tochter studiert, die muss Fernunterricht machen können. Die macht alles per online. Die macht ein Studium, ein Medizinstudium online. Und ich wundere mich da, dass man diese Schülerinnen und Schüler, dass man das jetzt nicht als Chance nutzt, die auf diese Sache auch vorzubereiten. Und ich weiß vom Seminarfach her aus der Vergangenheit, die hatten PowerPoint-Präsentationen entwickelt, die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die sind ja fit. Wenn ich eine PowerPoint-Präsentation entwickle, bin ich fit im Online-Unterricht. Und ich habe so das Gefühl, es geht hier um Zahlen, um Statistik. Wie viele Schülerinnen und Schüler führen wir ins Abitur? Und wenn ich mir das Abitur betrachte in Rheinland-Pfalz, da werden die Prüfungen gestellt an den Schulen. Bei uns werden sie ja schon, also soweit ich weiß, ewig immer zentral gestellt im Saarland. Und diese schulinterne Vergleichsarbeiten bei den Prüfungen im Frühjahr, die hatten sich ja auch bewährt. Das heißt, wir könnten das Problem mit den Prüfungen ja schulintern lösen. Das heißt, es gäbe vor Ort Lösungsmöglichkeiten. Und wir bräuchten diese Gefahr ja durch viele Schüler an der Schule. Es gibt ja jetzt auch noch die Berufsschulen, die dürfen wir ja nicht vergessen. Da gibt es ja noch mehr Abschlussklassen.
die jetzt in die Schule gehen und die zum Teil mit 28, 29 Schülerinnen und Schülern in einer Klasse sitzen und wo kein Wechselunterricht möglich ist, weil die Kolleginnen und Kollegen, die machen mit denen Präsenzunterricht und müssen nach der ersten, zweiten Stunde in den Online-Unterricht. Und ich habe jetzt die Berichte aus der Burschen Schule. Und dann ist es nicht möglich, die Schüler zu erreichen, weil das WLAN nicht funktioniert an der Schule oder weil es überlastet ist, weil so viele Kollegen dann vor Ort online sind. Und deswegen, das ist sehr, sehr unterschiedlich zu betrachten. Und deshalb ja auch mein Plädoyer, wenn die Bildungsminister und Minister entscheiden können über Bildungsgerechtigkeit, da könnte man gerade an diesem Punkt wunderbar Lösungen finden mit Vergleichbarkeit, mit Anerkennung. Und dann dürfte das mit dem Gesundheitsschutz überhaupt nicht korrelieren. Also das ist meine Meinung dazu. Santino? Also ich mache gerade auch Juniorstudium in Saarbrücke, Jura, und habe deshalb genau den Vergleich zwischen digitaler Lehre jetzt an der Uni und der an der Schule. Und man muss halt schon sagen, dass die an der der Uni einfach viel besser funktioniert. Und ich sehe das ähnlich, dass das halt eine Übung wäre. Gerade ein Wechselunterricht wäre für die Abiturienten und Abiturientinnen wäre eine perfekte Übung, irgendwie im Online-Unterricht dann sich versuchen, Sachen anzueignen, dann aber dann in der Präsenzlehre in A- und B-Gruppen, gibt es ja verschiedene Modelle, das Ganze zu festigen und zu überprüfen, haben Sie das verstanden, aber auch Techniken dann einzuüben, wie kann ich sowas verstehen, wo finde ich, keine Ahnung, das und das Thema, wo kann ich das und das nachrecherchieren, was steht mir da zur Verfügung, das finde ich halt ein ganz wichtiger Punkt, dann auch finde ich Anerkennung ein ganz wichtiger Punkt. Also im Frühjahr wurden ja auch die beweglichen Ferientage und Ausgleichstage einfach gestrichen vom Ministerium mit der Begründung, ja, die Zeit braucht man ja fürs Lernen und das waren 2 oder 3 Tage und zum Beispiel das wäre ja auch ein guter Weg gewesen, irgendwie den vielen Lehrerinnen und Lehrern, aber auch den Schülerinnen und Schülern und alle, die dahinter stehen, irgendwie mal Wertschätzung auch zu zeigen. Also ich habe dann auch, ich war sehr aufgebracht, meine ganze Stufe war sehr aufgebracht. Das war damals für Klasse 11, glaube ich. Und ich habe dann auch einen Ausschuss an Landtag für Eingaben geschrieben. Und dann kam ein Schreiben, ich glaube, vom Staatssekretär. Das sei ja plausibel, weil es sei ja so viel Zeit verloren gegangen. Wenn ich mich recht erinnere, waren das Tage mitten in der Klausurenphase. Die Tage hätte man auch nutzen können oder hätte man nutzen müssen, gerade als Oberstufenschüler oder Schülerin, auch für Klausuren zu lernen. Ne? Und da frage ich mich da auch, was ist mit der Wertschätzung? Also es gibt ja auch viele Beschwerdebriefe und Gefährdungsanzeigen schon. Vielleicht kann da Frau Jenny noch später was zu sagen. Ich finde ja ganz interessant, werden auch Fragen dazu gestellt zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Führen ja im Moment so eine Debatte, Gesundheitsschutz, so kommt es einem zumindest vor, versus Bildungsgerechtigkeit. Und ich erlebe immer, dass es quasi, so kommt es mir zumindest vor, immer nur schwarz und weiß gibt. Also Präsenzunterricht ist bildungsgerecht und alles andere ist eben bildungsungerecht. Und wir sehen ja auch, weil das auch im Chat hier immer aufkommt, dass viele Schulen ja auch in einem desolaten Zustand sind, dass wir über viele Jahre erlebt haben, dass die Schulen zusammengespart wurden, auch technisch nicht aufgerüstet wurden. Das ist ja am Ende auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Birgit, Jenny, vielleicht mal zu der Frage Bildungsgerechtigkeit versus Gesundheitsschutz. Darf man das gegeneinander ausspielen? Beziehungsweise darf man oder muss man sagen, es gibt quasi für Bildungsgerechtigkeit nur einen Weg oder kann man Bildungsgerechtigkeit eben in dieser Pandemie, die ja hoffentlich nicht alltäglich ist und auch uns hoffentlich für die nächsten Jahre erspart bleibt, kann man Bildungsgerechtigkeit versuchen, auch anders herzustellen, als zu sagen, wir müssen alle Schüler schnellstmöglich in Präsenz, nur damit das keiner jetzt missversteht. Mir wäre es am liebsten, wir könnten alle Kinder in die Schule schicken, wie gehabt, weil das für viele eine große Herausforderung ist.
Aber ich glaube immer und hoffe immer, es muss auch noch irgendwo, gerade in dieser Pandemiesituation, ja auch einen Zwischenweg geben, wo wir versuchen können, Bildungsgerechtigkeit herzustellen und gleichzeitig auch dem Gesundheitsschutz. Und da will ich auch mal eine Lanze für die Beschäftigten in den Schulen brechen. Das sind ja nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern das sind ja auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und viele andere Beschäftigte in den Schulen, die dort zum Gelingen beitragen, die möglicherweise da vor einem großen Dilemma stehen. Birgit, und da, vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Welche Konzepte würdet ihr jetzt in dieser Krise präferieren, um diesem Dilemma da, um ein Stück weit aus diesem Dilemma rauszukommen? Und Santino, vielleicht kannst du uns danach nochmal sagen, wie da auch die Sorgen und Nöte der Schülerinnen und Schüler sind in Bezug auf, was hole ich eigentlich möglicherweise, hole ich das Virus vielleicht mit aus der Schule nach Hause, Oma, Opa, vulnerable Personen. Also das würde mich schon interessieren, dieses Dilemma zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsgerechtigkeit. Also für mich ist der Gesundheitsschutz an erster Stelle. Ich hatte Klassen, gerade in der beruflichen Schule, da wundert man sich, dass in einer Berufsgrundschulklasse über die Hälfte der Kinder oder der Jugendlichen halbwaisen sind oder aus Ehen, die gescheitert sind. Also warum kommen dann diese Kinder oder Jugendlichen in Klassen, wo überwiegend benachteiligte Schülerinnen und Schüler sitzen, die keinen Hauptschulabschluss haben? Das bedeutet für mich damals, als ich das feststellte, warum verlassen dann Schülerinnen und Schüler diesen Bildungsweg und scheitern am Hauptschulabschluss? Und nachher hatte ich herausgestellt, diese Schülerinnen und Schüler waren in der Lage, sogar mittlerer Bildungsabschluss zu machen, weil sie von uns in der berufsschulischen Schule aufgefangen wurden und durch Beziehungsarbeit wirklich ihren Weg gehen konnten. Ich hatte jetzt nochmal das Beispiel Förderschülerin, die mittlerer Bildungsabschluss geschafft hat. Und für mich ist es doch gerade jetzt in der Pandemie, dass wir da Solidarität zeigen, dass wir für alle Solidarität zeigen, sowohl mit den Kollegen und Kolleginnen, mit Erzieherinnen und Erziehern, dass wir einfach im Lockdown sind. Und wenn die Wirtschaft angehalten wird und wenn eine Pandemie ist, und da kann ich doch plötzlich nicht dieses Schild Bildungsgerechtigkeit hochheben, zumal die Bildungsministerin das in der Hand haben. Die haben doch die Möglichkeit, Vergleichsarbeiten oder Bewertungsspielräume festzulegen. Wir wissen doch, dass wir in einer Pandemie sind. Und die Britta Ernst, die ist die Frau vom Olaf Scholz, der jetzt jede Menge Geld buttert in diese Pandemie. Und warum nicht in den Bildungsbereich? Warum gibt man uns jetzt nicht diese Rahmenbedingungen, für die wir die ganze Zeit schon kämpfen? Luftfiltergeräte, Rahmenbedingungen, dass wir nachher in den Präsenzunterricht möglichst früh reinkommen. Aber jetzt im Lockdown, die Schüler, die Ministerin schreibt, dass sie will möglichst viel Schülerinnen und Schüler in der Schule haben. Und da wird auch von der Presse als wären die Eltern nicht mehr in der Lage, ihre Kinder zu beaufsichtigen. Das ist ja ein Drama, was da dargestellt wird. Also das hat mich wahnsinnig geärgert. Artikel 6 im Grundgesetz sagt, die Eltern sind den Kindern gegenüber verpflichtet. Und der Staat, der muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Eltern das auch ermöglichen können. Und wenn wir im Lockdown sind und alle zusammenhalten müssen, da erwarte ich das einfach. Und dann verstehe ich das nicht. Deshalb, das macht mich richtig wütend, aber auch ohnmächtig, weil letztendlich sind wir hilflos. Wir haben die ganze Zeit schon plädiert, immer wieder dieselben Argumente angeführt. Und jetzt ist meine einzige Möglichkeit noch, da vielleicht was zu erreichen, ist dieses Wechselmodell. Das heißt, diese Kombination Wechselunterricht, eventuell Hybridunterricht, Präsenz- und Distanzunterricht wechseln, Gruppen wechseln, Gruppen halbieren, damit dieser Abstand eingehalten wird. Und ich möchte damit wirklich nicht immer wieder nur kämpfen, sondern das sollte selbstverständlich sein, dass dieser Staat, dieses Land, der Ministerpräsident das zur Chefsache macht und sagt, ja, ich will die Eltern schützen, die Kinder schützen und
ein Kind, das seine Eltern ansteckt, und das ist ja auch der Fall gewesen, also ich kenne Beispiele, da ist das so passiert, dass die Kinder, die Jugendlichen das in die Familie gebracht haben. Und wenn da Opa oder Oma stirbt, dann hat man damit ein Leben lang zu kämpfen. Und dann ist das, hat das auch was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun, weil das belastet ein ganzes Leben. Und das möchte ich da nur noch mal betonen. Also ich bin dort ziemlich emotional auf dem Weg, aber ich habe auch dieses 10-Punkte-Programm, das ganz sachlich, ich verlange einfach die Rahmenbedingungen zu schaffen und wirklich jetzt Menschlichkeit zu zeigen, wie das auch Steinmeier gesagt hat. Und auf diese Momentaufnahmen von Prüfungen einfach zu verzichten, da sterben wir alle nicht davon, aber vom Virus kann man sterben. Ja, das ist auch im Chat schon angesprochen worden. Also dass in Rheinland-Pfalz die Hauptschulabschlussprüfungen und mittlerer Bildungsabschluss dieses Jahr nicht stattfinden. Frage, warum passiert das bei uns nicht? Santino, wie ist eigentlich so dieses Gefühl in der Schüler- und Schülerinnenschaft? Fühlt man sich da verstanden seitens der Politik, seitens der Landesregierung? Oder sagt man vielleicht auch irgendwie, auf uns hört da keiner? Also ich würde oder wollte zuerst erstmal sagen, dass, also es ist völlig klar, dass Präsenzunterricht keinen Online-Unterricht irgendwie ersetzt. Da haben die Verantwortlichen ja auch recht, was das angeht. Aber ich sehe das ähnlich wie du, Markus, dass halt dann oft diese Schwarz- und Weiß-Geschichte da gemalt wird. Also entweder heißt das, alle in die Schule schicken oder irgendwie gar keinen in die Schule schicken. Und ich finde halt gerade dieser Hybridunterricht wäre halt ein Konsens oder irgendwie auch ein Kompromiss zwischen beiden Punkten, bei dem man auf der einen Seite halt auch einfach auch die Interessen irgendwie vereinen kann und gerade halt Bildungsgerechtigkeit zumindest mal nicht komplett drunter leidet, aber der Gesundheitsschutz halt auch immer noch im Fokus steht. Und ich denke, wenn man halt dann dazu auffordert, also oft wird dann gesagt, ja, wir machen hier das Angebot, ein Bildungsangebot heißt es oft, aber es ist kein Angebot, es ist eine Pflicht. Und das darf man nicht vergessen. Es ist eine Pflicht zu kommen. Es ist eine Pflicht, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, wenn man in die Schule kommt, in der jetzigen Form. Und da sage ich auch ganz klar, wenn man auch die Leute in die Schule zwingt, denn es ist eine Pflicht, muss man auch für jede und jeden kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung stellen, muss gucken, dass Abstände da sind. Dann allgemein zur Bildungsgerechtigkeit. An meiner Schule wartet man fast ein Jahrzehnt auf WLAN. Wir schreiben immer noch auf Overhead-Projektoren und auf Tafeln. Das ist vielsagend, ne? Da könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Wir haben auch Sachen aus dem Digipakt jetzt beantragt. Ich weiß aber auch, vor, ich glaube, 4 Jahren wurde bei uns eine iPad-Klasse eingeführt. Das wurde gefeiert als der Riesenwurf. Sorry, aber da habe ich halt dann auch kein Verständnis mehr für, sage ich ganz ehrlich. Und indem man halt auch alle in die Schule steckt und diese Präsenzpflicht, weil wie gesagt, es ist eine Pflicht, es ist kein Angebot, es ist mir ganz wichtig, das zu betonen, ist es so, dass man praktisch auch die Bildungsgerechtigkeit überhaupt nicht im Blick hat. Denn wenn ich in Quarantäne muss, dann ist dieses ganze Konstrukt der Bildungsgerechtigkeit dahin. Ja, weil dann bin ich gezwungen, wenn ich schulisch in Quarantäne muss, sind es in der Regel 10 Tage, privat sind es 14 Tage, bin ich gezwungen, nach Hause zu gehen, während alle anderen Fächer ja normal weiterlaufen. Das heißt, die anderen, die arbeiten im Präsenzniveau und ich muss dieses Niveau im Unterricht halten, obwohl ich ja gar nichts dafür kann. Das ist halt auch super schwer. Und ich selbst war in Quarantäne und ich habe mich tierisch aufgeregt, weil auch, auf gut Deutsch gesagt, es hat halt keinen, also meine Lehrer hat es auch nur bedingt gejuckt. Also Informatik bin ich von 11 Punkte auf 6 Punkte gerutscht, musste mir dann noch einen ganzen Tag nehmen, um noch eine Präsentation zu machen, um noch irgendwie die 10 Punkte auf dem Zeugnis zu kriegen, wofür ich ja auch eigentlich gar nichts kann. Und das ist halt einfach die größte Ungerechtigkeit, die es im Moment gibt bei der ganzen Sache. Ob wir uns verstanden fühlen. Also ich habe das Gefühl, nein, überhaupt nicht. Also auf der einen Seite ist man halt gezwungen zu kommen, weil man will halt trotzdem Abitur haben. Man will, also ich bin zurzeit in einer krassen Klausurenphase, die auch noch nicht ihren Höhepunkt hat.
Und da will man natürlich jetzt auch nicht irgendwie fehlen, weil man natürlich angewiesen ist, die Sachen zu verstehen. Man muss die Prüfung schreiben, das zählt direkt ins Abitur rein. Und da hat man als Schüler einfach das Gefühl, auch dieses Gefühl der Unmacht, was eben schon beschrieben wurde, auch kurz vor dem also kurz vor der Schulschließung im Dezember habe ich auch wahrgenommen, dass auch super viele Lehrerinnen und Lehrer einfach überfordert waren, weil halt auch so viele in Quarantäne waren. Dann muss man ja nicht nur einen Arbeitsauftrag aufsetzen, den muss man dann auch noch halten, den muss man verschicken. Man muss eventuell drei, vier Nachtermine aufsetzen, die muss man auch noch korrigieren. Dafür braucht man einen Lösungsschlüssel. Das sind alles Sachen, die sind da gar nicht drin bedacht. Also ja, stoßen auch die Lehrerinnen und Lehrer an ihre Grenzen und das wiederum färbt ja auch auf die Schülerinnen und Schüler ab. Also wir merken das ja auch, da leidet ja schon auch die Bildung. Und das zeigt alles, dass dieses ganze Konstrukt der Bildungsgerechtigkeit, dass das schon längst zusammengebrochen ist und dass sich da einfach da was hergemalt wird, was es eigentlich gar nicht gibt. So viel dazu. Also Bildungsungerechtigkeit trotz Präsenzunterricht, weil es ja auch immer so ein Stück weit suggeriert, wenn die Schüler in der Präsenz sind, dann sind sie wieder quasi auf dem richtigen Pfad. Ich will nochmal auf das Thema, weil das auch in den Fragen immer wieder kommt, auf das Thema Kommunikation, aber auch, sage ich mal, ein Gefälle, das es ja im Land gibt. Also jede Schule macht es ein bisschen anders. Es gibt ja keinen einheitlichen Fahrplan, wie das zu laufen hat. Aber wir hören auch immer, sage ich mal, von Kommunikationsproblemen, dass per Facebook oder Twitter das Ministerium irgendwas bekannt gibt. Also dieses Hü und Hott. Birgit, ist die Kommunikation auch ein Problem bei all den Herausforderungen, die wir jetzt haben, möglicherweise das richtige Konzept zu finden? Aber ist nicht auch diese ganze Frage, wie gehe ich eigentlich mit den Leuten um, die ich freitags entscheide, montags wieder in die Schule zu schicken und die Kommunikation einfach auch nicht in einem guten Stil mache, ist auch die Kommunikation ein Problem, Birgit? Also ich würde sagen schon, aber das muss man differenziert betrachten. Also wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen am Ministerium sehe, was die an Arbeit haben, wir sind nämlich auch überlastet, nicht nur die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen und die Schulleitungen. Und dann sitzen wir alle in einem Boot. Und ich denke, ich habe ja Verständnis dafür, wenn dann eventuell das Fahren auf Sicht so sich äußert, dass freitags abends erst was rausgeschickt wird. Aber auch nur wegen dieser Belastung am Ministerium. Aber die Schulleitungen müssen das ja am Wochenende dann umsetzen. Die sind ja dann auch in der Bredouille. Und das war am Anfang ganz, ganz problematisch. Dann wird sich zurückgezogen auf diesen Musterhygieneplan. Also der Musterhygieneplan ist für mich eigentlich ein rotes Tuch. Wenn man nämlich in die Schule geht, da steht eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel, da sind Pfeile auf dem Boden und das ist dann die Rechtfertigung für Infektionsschutz. Und das ist etwas, was mich total verrückt macht. Und das Dilemma mit den Masken, das war ja, ich habe mich am Schluss verbündet mit dem Lennart und mit dem Strube, dass wir dann gemeinsam unsere Vereine praktisch ja, überzeugt haben, dass doch die Maskenpflicht, weil wir keinen Abstand einhalten können an den Schulen. Auch da war immer wieder Nein, nein, nein. Und die Pandemie, die wird immer so geredet, und zwar in einem ganz langen Monolog, als wäre das in den Schulen nicht. Und da wehre ich mich dagegen. Es gibt nämlich Studien, im Sommer. Und im Sommer war die Infektionsrate ganz niedrig. Und man hat dann jetzt im Herbst eine Studie gemacht in Homburg, in Gemeinschaftsschule, Grundschule, Gymnasium, aber nicht an den beruflichen Schulen. Und wenn ich jetzt an die beruflichen Schulen denke, da gibt es Kollegen, die haben an einem Vormittag 6 Stunden Unterricht, wenn ich jetzt die Klasse mit 20 Schülern bestücke, mit 120 Schülerinnen und Schülern. Die haben Kontakte zu 120 Menschen an einem Vormittag. Und wie lange haben wir diskutiert über das Thema Maske? Und jetzt wird den Privathaushalten empfohlen, nur eine Person. Jetzt ist ja heute das Gerichtsurteil noch gekommen, es sind ja jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber das ist doch unglaublich. Dann wird den Lehrern an den beruflichen Schulen vorgeworfen, sie hätten nicht alle Schülerinnen und Schüler erreicht im Frühjahr. Ja, das stimmt. Das war auch kaum möglich. Der Lockdown war von heute auf morgen. Freitags kam die Nachricht und montags war es umgesetzt.
So, und da war die Kommunikation ja auch sehr verspätet. Und wir Lehrerinnen und Lehrer mussten dann die Adressen recherchieren von unseren Schülern. Wenn ich jetzt in einer Woche 200 Schülerinnen und Schüler, 300 Schülerinnen und Schüler im Berufsschulbereich unterrichten soll, die aus dem ganzen Land kommen, wie will ich denn die alle erreichen? Das ist sehr, sehr schwer. Und dann war noch das Problem mit der Verständigung online. Ja, und das sind alles Probleme, die werden eigentlich nicht, ich würde sagen, nicht wahrgenommen am Ministerium. Wenn hier von Schule gesprochen wird, da habe ich so das Gefühl, das sind immer nur die kleinen Kinder gemeint. Ich habe immer dafür plädiert, das zu differenzieren. Jugendliche können ansteckend sein, weil sie ein ganz anderes Lebensraum haben. Das war ganz lang ein Diskussionsthema, bis man überzeugt hatte. Und da, finde ich, ist die Diskussion und die Kommunikation schon sehr schwierig. Und da würde ich mir wünschen, dass man da mehr ernst genommen wird. Aber heute, wie gesagt, war Diskussion jetzt im Raum zum Thema Präsenzunterricht. Da waren sehr viele Vertreterinnen und Vertreter da. Und sonst wird man immer vor vollendete Tatsachen gestellt, als Personalvertretung auch. Aber heute konnte man mitdiskutieren. Und ich hoffe, dass das jetzt der zukünftige Weg eher ist. Also das würde ich mal wünschen. Also ich finde das ganz spannend, Santino, bevor ich dir das Wort gebe, weil ich noch eine Ergänzungsfrage habe. Vielleicht erst in Santino und dann nochmal Birgit. Wir sehen ja auch viele Eltern, ich habe das bei Facebook gestern so ein bisschen verfolgt, dass sich Eltern auch dann über Lehrer beschweren. Und ich habe jetzt selber, meine Frau ist selbst Lehrerin, also ich weiß, dass da viel mehr gearbeitet wird, auch wirklich intensiv gearbeitet wird. Wie hat sich denn die Arbeitsbelastung in der Pandemie auch gerade nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer, auch die Arbeitsbedingungen verändert? Das vielleicht jetzt als Anschlussfrage auch für die Erzieherinnen und Erzieher, weil das jetzt im Chat hier immer auch geschrieben wird, die sind ja noch näher dran an den Kindern, auch in der Notbetreuung. Die können ja keinen Abstand halten zu kleinen Kindern. Also vielleicht, Santino, erstmal, wie hat sich eure Arbeitsweise verändert als Schülerinnen und Schüler? Und dann Birgit nochmal, das interessiert mich nämlich und das finde ich auch ganz spannend, weil so der Eindruck entsteht, die Lehrer hocken daheim, kriegen 100% Gehalt und schaffen nichts dafür. Was ich jetzt aus eigener Erfahrung weiß, dass es natürlich nicht richtig ist. Also wie hat sich die Arbeit verändert, sowohl jetzt für die Schülerinnen und Schüler, Santino, und dann Birgit nochmal für die Beschäftigten, also auch für die Erzieherinnen und Erzieher, die immer so ein bisschen auch out of sight sind bei vielen Leuten. Also das ist so teils, teils. Also ich fand es im ersten Lockdown, also da gab es auch Probleme mit dem Erreichen. Wir hatten irgendwie verschiedene Plattformen, was auch dann als Schüler und Schülerin halt sehr stressig war, irgendwie auf 3, 4 verschiedenen Plattformen unterwegs sein zu müssen. Und manche haben das per E-Mail gemacht und manchmal kamen dann auch samstags irgendwie E-Mails und man hat das Gefühl gehabt, irgendwie ist halt gar nicht mehr auf mit den ganzen E-Mails. Und jedes Mal, wenn dann eine E-Mail kam, schon so dieses, schon wieder eine E-Mail, was will denn der oder die jetzt schon wieder, nach dem Motto. Ja, also da ging es noch. Aber gerade bei mir, mit Blick aufs Abi, kommt oder mit den letzten Tagen Online-Schule, das war eine Woche, anderthalb Wochen waren es, war das dann schon mehr. Da saß ich halt dann auch schon länger. Und bei mir in der Schule gibt es die spezielle Regelung, dass sogar Anwesenheitspflicht herrscht. Das heißt, ich sitze nicht wie im ersten Lockdown irgendwie 4 bis 6 Stunden da. 6 Stunden sind jetzt schon viel. Habe irgendwie selbstständig meine Aufgaben erledigt, die mir geschickt wurden, sondern ich muss jetzt für jede Stunde muss ich irgendwie meine Anwesenheit überprüfen, was zur Folge hat, dass ich halt jetzt 8 bis 10 Stunden am Tag am PC saß. Und das war, wenn da ein Tag vorbei war, hat mein Kopf gequalmt. Ne? Also das ging gar nicht mehr. Und da war ich auch froh, dass das dann auch vorbei war. Aber das liegt nicht am Online-Schooling an sich, das liegt an dieser Anwesenheitspflicht. Ich weiß, dass das keine Anordnung vom Ministerium war, dass das meine Schule selbst entschieden hat, aber ich bin mir sicher, das ist nicht die einzige Schule, die das entschieden hat und damit bestraft man halt auch die, also man begründet das dann von wegen, ja, im ersten Lockdown haben halt ganz viele Schüler, das wird behauptet, ob das so ist, stelle ich jetzt mal in Frage, nicht mitgearbeitet zum Beispiel.
Teilweise ging das ja aber auch gar nicht, weil man nicht erreicht werden konnte. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Und damit werden die bestraft, die halt dann das Ganze gewissenhaft und gewissenvoll auch gemacht haben, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, so viel zur Arbeitsbelastung für die Schülerinnen. Birgit, wie sieht das beim Personal aus? Also die Belastung ist, denke ich, enorm, weil ich bin ja auch in Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Kollegium mit 120 Leuten. Und zwar haben wir eine WhatsApp-Gruppe und wir sind in ständigem Kontakt. Und ich weiß, dass die sich ganz viele Gedanken machen und auch Überlegungen, wie sie die Schüler unterrichten, dass sie keine Fehler machen. Die stehen alle unter Strom. Also das kann ich wirklich belegen. Und in dieser Frühlingsphase habe ich ja auch selbst den Wunsch gehabt, mich weiterzubilden, habe an dieser Online-Schule SAR mitgemacht im Sommer. Und das waren dann Termine abends. Das heißt, der Arbeitstag, der endet nicht um 4. Und das, was jetzt heute so beklagt wird, dieses Thema Homeoffice und Kinder, die Kolleginnen und Kollegen, die haben auch Kinder. Und die haben Homeoffice und Präsenzunterricht im Moment und Online-Unterricht. Das ist ein Wahnsinn, was die jetzt im Moment leisten. Und es ist nicht so, dass die Schulen zu sind und die Lehrer schaffen nichts. Und das ist dieses Dilemma, was ich auch immer wieder der Ministerin sage. Sie ist die Fürsorgerin für 9000 Kolleginnen und Kollegen. Sie hat die Fürsorgepflicht. Und ich erwarte da auch die Wertschätzung gegenüber denen. Und es wird immer nur gesprochen von Bildungsgerechtigkeit, Vereinbarkeit Beruf, Familie. Aber die Lehrerinnen und Lehrer, die sind ja auch da und die arbeiten, die schaffen was. Und die Schulleitungen sind extrem belastet, das weiß ich. Die müssen ja alles organisieren. Und dann das Thema Quarantäne, das hat auch belastet. Das hat die Lehrer belastet, weil sie dann in Quarantäne mussten, diesen Unterricht umstellen mussten. Und ich weiß selbst, wie ich den Unterricht umgestellt habe, in Fernunterricht. Ich musste alle Dinge, die ich bin ja schon ältere Kollegin, die viel vorbereitet hat und im Ordner hat, ich musste da und viel Gruppenarbeit gemacht hat mit den Schülerinnen und Schülern und immer Schüler-Selbsttätigkeit proklamiert hat, alles umstellen. Das ging in den Frontalunterricht hinein. Das war was ganz anderes an Arbeit. Und das kostet Zeit. Und deswegen als Gewerkschaft muss ich sagen, die Lehrerinnen und Lehrer haben gearbeitet. Und dann das ganz große Feld Kita. Kita, die meiner Meinung nach nicht wertgeschätzt wird, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Herrn Wagner dazu und habe nochmal appelliert, die Kolleginnen und Kollegen wertzuschätzen. Sie arbeiten ganz nah am Kind. Sie haben Kontakt mit Eltern. Sie haben Kontakt mit vielen Haushalten. Sie haben kaum Schutzmaßnahmen. In der Krippe ist es ja kaum möglich. Und wir fordern einfach Teststrategie, eventuell auch beim Impfen überlegen. Die Ministerin hat mir heute gesagt, das wäre eine ethische Frage. Ja, das ist eine ethische Frage. Aber wenn ich möchte, dass Bildungsgerechtigkeit damit verknüpft wird, und dann muss ich auch den Gesundheitsschutz in den Blick nehmen. Und dazu gehört für mich natürlich auch eine Impfstrategie. Also Teststrategie, Impfstrategie, wenn möglich Schutzkleidung, dann Finanzierung der Träger, Unterstützung der Träger und viele Kollegen, die jetzt ja auch die Möglichkeit hätten, die Notbetreuung durchzuführen. Das bedeutet ja Notbetreuung nur die Familien, die wirklich Betreuung brauchen. Aber die befürchten jetzt, dass die bei dieser vagen Ansage und bei dieser fehlenden Durchsetzungskraft des Staates, dass da der schwarze Peter dem Personal zugeschoben wird und den Eltern, weil es keine klare Linie gibt. Das bedeutet, die Kitas haben mehr zu betreuen an Kindern als im Frühjahr. Da war ja festgelegt, 5er-Gruppe, 10er-Gruppe. Und jetzt sind da, also laut meiner Meinung und auch der Gewerkschaftssekretärin Christel Pohl, dass da es in die Richtung 50-70% teilweise in Kitas geht. Und da sind die Erzieherinnen sehr belastet. Und es gibt eine Studie von AOK und Barmer. Und da stehen die Erzieherinnen an erster Stelle mit der Ansteckungsgefahr.
Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, es gibt die Warnung von den Virologen, Wissenschaftlern, und die nehme ich sehr ernst, auch von Lauterbach, immer das Thema schließen. Und deswegen mein Appell noch mal, Stärken der Familien, dass die diese 4 Wochen überbrücken können, dass wir alle in den Lockdown gehen können. Und die Bildungsgerechtigkeit, das haben die Bildungsministerin in der Hand und die Minister. Also es wäre machbar, wenn wir wirklich das machen wollen mit diesem Lockdown. Aber die Belastung ist enorm. Jetzt habe ich hier auch Fragen, die sagen, naja, die Voraussetzungen an vielen Schulen sind nicht geschaffen. Viele Kinder werden, oder Digitalunterricht besteht darin, dass man den Kindern Arbeitsblätter zuschickt und man kriegt oft keine Rückmeldung. Das ist, wissen wir alle, dass es natürlich auch eine Personalfrage ist. Auch das habe ich als Frage hier stehen. Viele Funktionsstellen sind zum Teil nicht besetzt. Es sind auch natürlich Kolleginnen und Kollegen krankheitsbedingt ausgefallen. Kann man möglicherweise, oder wie kann man diese personellen Probleme jetzt in der Krise kurzfristig überbrücken? Habt ihr eine Idee? Habt ihr da auch entsprechend interveniert, dass man da besser werden kann? Und dann würde ich gerne im nächsten Schwung vielleicht mal auf die Frage kommen, wie kommen wir jetzt eigentlich aus dieser Krise wieder raus? Also jetzt nicht nur gucken, wie ist die Situation. Also habt ihr Ideen, wie man diese Personalprobleme, die es ja ganz offenbar auch gibt, auch klar gibt, wenn wir Klassen teilen wollen, brauchen wir mehr Personal. Wenn wir für mehr Sicherheit sorgen wollen, brauchen wir mehr Personal, auch räumliche Gegebenheiten. Habt ihr eine Idee, durch zum Beispiel Zusammenarbeit mit Sozialverbänden etc., aus dieser Krise jetzt zumindest kurzfristig oder wie können wir mehr Personal bereitstellen, Birgit? Ja, das ist nicht so einfach, weil ich bin ja immer für unbefristete Verträge. Und das wäre ja eine befristete Geschichte. Und wenn es nachhaltig werden sollte, fordere ich ja schon seit langem die multiprofessionellen Teams. Das war ja auch jetzt die Lösung bei den Sprachförderlehrkräften, dass die dann eingestellt wurden vom Ministerium oder Schulsozialarbeiter vom Ministerium. Das wäre für mich nachhaltig. Und das brauchen wir auch in Zukunft. Multiprofessionelle Teams, die uns unterstützen, eventuell auch in Krisensituationen, wo es also nicht nur um Unterricht geht, sondern auch bei sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern, die eventuell von der Familie nicht aufgefangen werden können. Dieses Personal muss fest im System sein. Und das müsste man jetzt ausbauen. Und meine Forderung ist ja ein Corona-Fonds. Jetzt in dieser Zeit Geld zu haben, für Menschen zu beschäftigen, Corona-bedingt. Und wir denken da ja auch an Lehramtsstudierende, die ja jetzt im Moment vielleicht nicht jobben können, die dann die Möglichkeit hätten, über Verträge jetzt sich was zu verdienen und auch die Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen, auch pädagogische Erfahrung zu sammeln. Das wäre ja auch wichtig, vergleichbar mit dem Praktikum. Da gibt es bestimmt Lösungswege, aber ich wehre mich dagegen, dass keine Fachkräfte eingestellt werden, weil das ist mir nochmal zu riskant. Also da lege ich schon Wert auf, auch auf Qualität oder Qualifikation. Also es muss was schon mit Pädagogik zu tun haben und da gibt es bestimmt Personengruppen, die sich da eignen, aber die Entscheidung müsste die Schulleitung treffen. Die weiß ja genau, was sie vor Ort braucht. Also die Verantwortung wird meiner Meinung nach mehr bei der Schulleitung liegen. Ich würde jetzt gerne den Blick auch mal auf die Frage richten, wie geht es eigentlich weiter jetzt in der Pandemie? Aber auch niemand weiß, wie lange dieser Zustand noch dauert. Und ich glaube, wir müssen alle unsere Anstrengungen darauf richten, mit einem guten Konzept die kommenden Monate tatsächlich zu überbrücken. Du hast es vorhin angesprochen, dass ihr das bei der Ministerin auch adressiert habt, die Frage, wann werden Lehrer eigentlich geimpft? Ich glaube, das ist keine ganz unwichtige Frage. Aber würde den Blick gern in die Zukunft richten und überlegen, Santino, du bist jetzt in der Abschlussklasse. Was würdest du dir eigentlich jetzt wünschen für die kommenden Monate? Und wäre zum Beispiel ein Hybridlernen, Wechselunterricht,
Wäre das aus deiner Sicht ein Modell, mit dem du dich gleichwertig auch auf deinen Abschluss vorbereiten kannst? Also wenn wir uns ja auch mit der Frage Hybridunterricht befassen, ob das gut oder halt nicht so gut ist, müssen wir natürlich auch erstmal gucken, was sind eigentlich die Voraussetzungen für Hybridunterricht. Und die wiederum ist, dass halt Online-Unterricht irgendwie funktioniert. Und da ist für mich ein wesentlicher Punkt halt eben, dass die Digitalisierung vorangetrieben werden muss. Also gerade auch mit OSS, ich glaube, OSS ist da ein guter Start mit. Das ist ja auch was, mit dem auch die Landesregierung oder das Bildungsministerium dann noch sagt, der Datenschutz ist uns wichtig da. Ich habe aber zum Beispiel von einem Lehrer gehört, dass da in jedem OSS-Kurs, dass da auch irgendwie externe Leute noch drin sind. Und diese externen Leute, das ist unter anderem der Schuladministrator, aber auch Leute des Ministeriums, die können zum Beispiel praktisch in den Kurs reingucken, alles da runterladen, genau gucken, was macht der Lehrer, die Lehrerin, wann ist der die online gewesen zuletzt. Und andere Sachen wurden ja mehr oder weniger untersagt mit dem Argument, ja, OSS ist datenschutzsicher. Und da, denke ich, müssen wir auf jeden Fall auch, also wenn wir uns mit digitaler Lehre befassen, müssen wir halt auch immer den Datenschutz in den Blick nehmen, ganz klar. Aber ich würde mir auch gerade für zukünftige Abschlussklassen, allgemein für zukünftige Schülerinnen und Schüler wünschen, dass sie halt nicht mit, wie es eben erzählt hat, mit einem Overhead-Projekt da sitzen, eventuell mit einer Lehrkraft, die keine Ahnung hat, wie ein Beamer angeht zum Beispiel. Das ist jetzt sehr überspitzt, ne, gesagt, natürlich. Aber das ist das, was ich mir für zukünftige Generationen wünsche. WLAN, das gehört zur Grundausstattung jedes Haushalts. Wieso hat man das nicht auch in der Schule? Wieso dauert es in der Schule so lange? Wieso drückt man sich auch so lange darum? Jetzt hieß es letztes Jahr, wir bekommen WLAN. Also ich bin mir ziemlich sicher, das haben wir in 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren immer noch nicht. Und da sehe ich auf jeden Fall auch ein großes Potenzial, was überhaupt nicht ausgeschöpft wird und was man auf jeden Fall auch ausschöpfen könnte. Also ich persönlich hoffe natürlich, dass wir nicht nochmal durch so eine Pandemie müssen, aber man weiß es natürlich auch nicht. Und wenn das so ist oder sein werden sollte, sind wir, denke ich, auf jeden Fall, also wir haben auf jeden Fall Erfahrung. Die Frage ist aber auch, was macht man aus dieser Erfahrung? Und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass zukünftige Schülerinnen und Schüler nicht in der Angst leben oder mit einer Angst vom Abschluss leben, mit der mein Jahrgang und der Jahrgang vor mir und wahrscheinlich auch die nächsten 2 Jahrgänge mit dem Ganzen kämpfen. Das ist ja ein wichtiger Aspekt auch für die Frage, wie organisieren wir eigentlich Schule in den kommenden Jahren. Die Krise hat ja eigentlich ganz viele Schwächen auch jetzt noch mal gnadenlos offengelegt. Du hast jetzt ein paar genannt, also die ganze Frage Digitalisierung, wo ja viele Jahre, egal unter welcher Couleur, eigentlich zu wenig gelaufen ist und auch das, was gelaufen ist, zu langsam gelaufen ist. Die Frage ist für mich, was können wir aus der Krise lernen und was muss aus eurer Sicht, Birgit, jetzt tatsächlich geschehen in den kommenden Monaten? Also wir haben jetzt noch 6,5 Monate, glaube ich, bis zu den Sommerferien oder ein knappes halbes Jahr. Was muss aus deiner Sicht jetzt ganz konkret geschehen? Wir haben über Corona-Fonds gesprochen, aber wie können wir diese nächsten 6 Monate so gestalten, dass wir tatsächlich noch das Beste daraus machen? Also das ist ja eine Frage, die sich jetzt viele, viele Eltern, viele Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kollegien natürlich stellen. Wie sehen die nächsten 6 Monate aus? Was wäre aus deiner Sicht ideal, Birgit? Ja, ideal ist unsere Forderung, also zuerst einmal unbedingt diese Rahmenbedingungen. Das sage ich nochmal, Luftfiltergeräte, dort, wo kein Abstand möglich ist oder keine Raumteilung. Dann natürlich, wenn möglich, Wechselunterricht. Dann das Thema Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen. Und da schlage ich vor, dass an jeder Schule, schulintern, von der Schulleitung bis zum Kollegen, bis zu den Eltern, und den Schülern Abstimmung stattfindet, wie jetzt der Unterricht erfolgen soll in der nächsten Zeit. Und dabei sollten Kolleginnen und Kollegen, die gibt es ja an den Schulen,
soll ermöglicht werden, dass die Kollegen weiterbilden. Wir müssen jetzt Learning by Doing machen. Es gibt keine andere Lösung. Auch die Schülerinnen müssen das jetzt lernen. Wir müssen es lernen. Und es macht auch Spaß, wenn man es kann. Dass wir das dann jetzt angehen, ganz gezielt, und dass man da Zeit investiert jetzt in die Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen und natürlich die Ausstattung, das ist auch wichtig. Und ich habe die Information, Glasfasernetz bis 2022 dauert es, bis es an den Schulen erfolgt ist. Also das ist das Ziel. Also einmal natürlich die Ausstattung, die technische Ausstattung, aber auch die Weiterbildung. Also die Lehrer müssen weitergebildet werden. Das müssen alle machen. Da darf keiner ausgenommen werden. Und wir müssen da ein System finden, wie wir das am besten machen. Wir können da nicht nur aufs LPM warten. Es wurden ja jetzt 600 Lehrer, glaube ich, in der Sommerschule ausgebildet, aber wir haben 9000. Und das kommt ja auch allen Schülerinnen und Schülern zugute. Und dann natürlich multiprofessionelle Teams. Da ist Geld, das steht zur Verfügung. Schulsozialarbeit soll ja auch ministeriell jetzt organisiert werden. Bildungsministerium sollte da ja mitgestalten. Und das ist für mich das multiprofessionelle Team. Dann die Sprachförderlehrkräfte. Dann brauchen wir dringend, dringend, das meine ich mit Nachhaltigkeit, Förderschullehrerinnen und Lehrer. Wir haben im Saarland nicht die Ausbildung. Die Lehrerbildung ist für mich der Knackpunkt in Zukunft. Und natürlich mehr Geld in Bildung. Und da ist die GEW ja ganz nah dran. Die verhandelt ja sogar mit dem Bund. Marlies Thepe ist da sehr rege. Matthias Heiden, Bildungsfinanzierung. 2008 war der Bildungsgipfel mit Angela Merkel. Sie hat damals versprochen, mehr Geld in Bildung. Da warten wir heute noch drauf. Das Kooperationsverbot ist der Hemmschuh im Bildungsbereich. Und da bitte ich die Grünen, ich meine, ich bin ja heute nicht umsonst hier, Markus. Ich will ja jetzt nicht nur jammern und erzählen, sondern ich stelle da jetzt heute auch Forderungen an dich. Du bist im Bundestag. Ich denke, du hast Einfluss auf die Grünen. Und das sind ja auch hervorragende Leute bei den Grünen. Und ich erwarte von euch, dass ihr das Thema Bildung, und soweit ich das weiß, hat die Baerbock das auch auf ihrem Programm. Die weiß auch Bescheid zum Thema Bildungsgerechtigkeit, denke ich. Das ist auch ein Anliegen von ihr. Und Habeck auch, dass ihr das Thema Bildung einfach mal vorantreibt und euch Verbündete sucht bei der Gewerkschaft GEW. Wir sind da wirklich ganz aktiv zum Thema Bildungsfinanzierung. Ich habe Birger Scholz mit dem Ministerpräsidenten zusammengebracht. Er hatte Vorschlag gemacht, diesen Kredit statt 30 Jahre auf 50 Jahre zu strecken und dabei pro Jahr 18 Millionen Euro fürs Land locker zu machen. Und der Vorschlag kam von der GEW. Ich habe da für jemanden finanziert, damit er diesen Vorschlag macht. Und ich erwarte eigentlich von dieser Landesregierung, dass er auch diesen Vorschlag wahrnimmt im Interesse der Bildung. Und wir müssen da in Zukunft an einem Strang ziehen. Mir geht es wirklich um die Bildung. Und das hat was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Nicht Schüler jetzt in die Schule ich habe da immer so ein Bild vor Augen, zu treiben, damit ich Bildungsgerechtigkeit walten lasse. Und die haben Angst, die Eltern haben Angst, die Lehrer haben Angst. Das ist doch keine Bildungsgerechtigkeit. Das ist doch ein Zwang. Da kommt doch nicht viel Gutes dabei raus. Also meiner Meinung nach nicht. Deswegen jetzt harter Lockdown, aber da werde ich ja nicht gehört. Und dann wirklich den Übergang gestalten in Präsenzunterricht mit Wechselunterricht und die Kolleginnen und Kollegen weiterbilden. Vielen Dank. Also kannst versichert sein, Birgit, dass ich mich redlich bemühe, das Thema auf der Agenda zu haben. Sonst würde ich heute Abend auch nicht die Veranstaltung machen. Und ich habe zu Hause eine große Mahnerin quasi im Nacken sitzen mit einer Lehrerin, die das jeden Tag live erlebt. Insofern bei mir bist du an der richtigen Adresse. Santino, die Learnings aus der Krise. Was würdest du sagen aus Schülersicht? Wie müssen die nächsten 6 Monate aussehen?
Also wenn man in die Schule muss, auf jeden Fall die Hygienemaßnahmen umsetzen. FP2-Masken habe ich schon erzählt. Die Lehrerinnen und Lehrer an meiner Schule haben welche ohne CE-Zeichen bekommen. Das muss man sich echt mal vorstellen. Bei mir meinte auch ein Lehrer, deren Qualität sei auch sehr schlecht. Auf Anfrage beim Ministerium hieß es dann, ja, die seien trotzdem gut. Also auch gute FFP2-Masken und keine schlechten ohne CE-Zeichen. Überall da Abstand zu gewähren. Ja, also einfach Abstand zu gewähren und da, wo es halt nicht möglich ist, das Ganze möglichst zu machen oder es halt zu lassen. Und einfach die Mindestvorgaben, die AHA und L-Fünften Regeln einfach umzusetzen, so wie sie das RKI halt auch vorgibt, Geld in die Hand zu nehmen und Digitalisierung möglichst zu machen, aber dann sich auch nicht aus der Verantwortung zu ziehen, wenn das Geld geflossen ist, sondern halt auch dafür zu sorgen, dass dann die Geräte auch in den Schulen ankommen. Also ich denke auch, die Schülerinnen und Schüler haben auch einfach gelernt, mit Krisensituationen jetzt umzugehen. Und ich habe es eben auch schon angesprochen, wir haben da jetzt Erfahrung drin und die Erfahrung muss halt eben genutzt werden. Und wenn sie halt nicht genutzt wird, dann war diese ganze Krisensituation umsonst und bei dem psychischen, aber auch physischen Druck, den wir dabei alle hatten, würde ich das natürlich nicht hoffen, dass das so sein wird. Und ich werde auf jeden Fall auch, wenn ich aus der Schule draußen bin, auch die Maßnahmen des Ministeriums und auch der Ministerin natürlich gut beäugen und auch laut werden, wenn da auch einfach Mindestsachen, bei denen ich denke, dass sie das Mindestmaß an Anforderungen sind, einfach missachtet werden und auch wissenschaftliche Erkenntnisse einfach ignoriert werden und so viel Kritik einfach, die kann man ja nicht abprallen lassen. Also ich finde auch, gerade als Ministerin ist man auch dazu angehalten, wenn man so viel Kritik kommt, also ich meine, es geht ja auch um unser aller Gesundheit, ne? Es gibt oder gab auch lange nicht die Möglichkeit bei Schülerinnen und Schülern, die irgendwie dann Geschwister haben, die vulnerabel sind, da auch befreien zu lassen, ne, und leben dann mit dieser ständigen Angst, eben auch die Leute anzustecken. Also auch, wie es eben gesagt wurde, auch irgendwie Menschlichkeit mal zu zeigen. Das wäre auch ganz gut. Und das sind die Sachen, die ich mir für die Zukunft auf jeden Fall wünsche. Jetzt wird in den Fragen hier, wir haben so viele Fragen, dass wir jetzt die gar nicht alle vorlesen könnten, die auch zum Teil sehr detailliert sind. Wird aber gesagt, naja, warum streamt man eigentlich nicht aus dem Klassenzimmer? Jeder Lehrer ist in seinem Klassenzimmer und streamt dort quasi seinen Stundenplan, also quasi macht dort quasi Unterricht. Santino, wäre das aus eurer Sicht eine Lösung, wo du sagst, als Schüler, ich bleibe zu Hause und der Lehrer streamt quasi den frontalen Unterricht, den er normal oder den Unterricht, den er macht, nach Hause? Oder ist das vielleicht auch kein Konzept, das erfolgreich ist, sein könnte? Und dann Birgit vielleicht auch zu der Frage. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Konzept gewesen, das hätte man in dieser Zeit super gut ausprobieren können, wenn die entsprechenden Voraussetzungen halt da gewesen wären. Das wäre super gelaufen, geht halt zurzeit nicht. Das ist eine Sache, die muss man einfach austesten. Was es bei uns gab, ist, dass bei Schülerinnen und Schülern, die in Quarantäne waren, dass die mit Kamera, also dann war da eine Kamera im Klassensaal. Und die wurden darüber zugeschaltet. Das hat aber auch nur bedingt funktioniert. Dann gab es Tonprobleme. Dann hat teilweise die Lehrerin der Lehrer den Schüler angerufen, damit man sich irgendwie verstehen konnte. Aber das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Also ich denke, das kommt auch immerhin aufs Fach an. Also im Sportunterricht logischerweise geht sowas jetzt nicht. Auch in den Fächern. Also ich glaube, Religion wäre da zum Beispiel ein Fach, das ganz gut ginge, aber auch Kunst, wenn man jetzt mal die praktischen Sachen übungsrelevant sind. Aber ich denke, Schule, zumindest nach der Pandemie, sollte halt auch immer ein Ort des Austauschs und des Zusammentreffens sein und des Ortes des Miteinanders. Und das geht, wie wir, glaube ich, alle aus Corona gelernt haben, am besten face to face und nicht irgendwie über einen Bildschirm. Und ja. Jetzt habe ich die Ausgangsfrage schon wieder vergessen, aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen Wie videokonferenzaffin waren deine Lehrer? Kannst du sagen, sind da viele Videokonferenzen, weil das auch eine Frage im Chat hier war. Wie videokonferenzaffin waren die Lehrer? Wie viele Videokonferenzen hast du so in der Woche gehabt?
Also bei mir muss man das in zwei Phasen unterscheiden. Einmal die Phase ohne Anwesenheitspflicht und einmal die mit. Bei der ohne Anwesenheitspflicht gab es eigentlich nur Konferenzen, ich glaube in Mathe und in noch irgendeinem Fach, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und Mathe hat mir das echt gut geholfen. Also ich bin in Mathe grottenschlecht, sage ich ganz ehrlich. Und da war es halt wirklich gut, ein Bildschirm zu haben und irgendwie dann zu sehen, wie das der die Lehrerin halt auch vorrechnet. Dann in der Phase mit Anwesenheitspflicht war es so, dass fast jede Lehrerin und jeder Lehrer diese Konferenz gemacht hat. Das war aber auch nur bedingt hilfreich. Also oft war das dann halt nur so zum Anwesenheit checken, dann so, hallo, wie geht's euch? Mir geht's gut, ich hoffe euch auch. Und dann gab es einen Arbeitsauftrag und den sollte man halt dann bearbeiten, abgeben. So eine Konferenz, das ist nicht sinnvoll. Dafür brauche ich nicht morgens um 7 Uhr aufzustehen und dann mit Schlafmangel vor dem PC zu sitzen. Das lohnt sich einfach nicht. Da muss man sicher unterscheiden und auch differenzieren. Und dieses Schwarz- und Weiß-Malen ist halt hier auch nicht gut für die Schülerinnen und Schüler. Also ja, es ist auch sehr lehrerabhängig tatsächlich. Ja. Birgit. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem ein Video geschickt bekommen vom Grundschüler, der ist 7 Jahre, der sitzt vorm Bildschirm und da ist eine Videokonferenz und der macht dann den Lehrer darauf aufmerksam, dass da ein Schüler im Chat ist und er diesen Schüler nicht wahrgenommen hat. Und das hat mich so überzeugt, dass da auch Sozialkompetenz möglich ist in einer Videokonferenz. Das heißt, diese Rücksichtnahme, diese Wahrnehmung war da. Und ich habe selbst erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen Videokonferenzen machen. Und zwar die Schüler, die nicht online verfügbar sind, sind dann in den Präsenzunterricht gekommen. Und die anderen Schüler, die online verfügbar waren, und das ist hier zum Beispiel bei Abiturienten, wäre das ja möglich, die wurden dazugeschaltet. Und dann wurde der Unterricht ganz normal durchgeführt. Und das geht, das ist machbar, das ist technisch machbar. Und deshalb sage ich ja, diese Wechselmodelle oder dieser Wechselunterricht, dieser Hybridunterricht, der sollte an der Schule gestaltet werden mit den Kolleginnen und Kollegen, die es können. Die anderen sollen also weitergebildet werden. Und dann muss natürlich die technische Ausstattung stimmen. Aber das ist eine wunderbare Lösung in einer Pandemie. Ich kann Abstand einhalten, ich habe den Gesundheitsschutz, ich habe die Bildungsgerechtigkeit, ich erreiche jeden Schüler nach seinen entsprechenden Bedingungen. Und wenn wir diese Ausstattung an den Schulen haben, und ich weiß von der beruflichen Schule, da gibt es das, wir arbeiten schon ganz lange mit Laptops in den Räumen, mit Beamer, mit Dokumentenkameras, die sind wunderbar im digitalen Unterricht einzusetzen. Da kann ich jeden Schüler wahrnehmen. Ich kann sein Ergebnis besprechen mit allen Schülerinnen und Schülern. Das ist Big Blue Button, ist es möglich. Also wir haben da jede Menge. Man darf das jetzt nicht alles so zerreden. Dort, wo es nicht funktioniert, da muss man hinschauen als Ministerium und da muss man dann Ressourcen reinstecken. Aber wir können nicht, weil das bei einigen nicht funktioniert, sagen, nee, wir können das nicht machen. Wir müssen es lokal entscheiden, in der Verantwortung der Schüler, der Eltern und der Lehrer. Das ist mein Plädoyer. Jetzt zum Schluss, wir haben so viele Fragen, wir könnten jetzt unendlich auch weiter diskutieren. Zum Schluss interessiert mich eine Frage. Wir haben ja jetzt alle gesagt, naja, die Probleme sind offen zutage getreten durch die Pandemie. Vielleicht wird das irgendwann mal das positive Outcome von Corona sein, dass man sagt, man hat viele Probleme einfach mal offen gesehen. Die Frage ist, wir lernen jetzt ganz viel. Wir machen jetzt ganz viel Digitalisierung. Es gibt die Online-Schulplattform. Haben alle ganz viel gelernt über Videokonferenzen. Was wird aus eurer Sicht, Santino und Birgit, bleiben? Also wird es, wenn die Pandemie vorbei ist, 1:1 zurückgehen zu dem alten Konzept? Oder wird sich Schule auch über die Pandemie hinaus durch die Pandemie verändern? Was ist da eure Meinung, was wird bleiben von dem, was wir jetzt uns erarbeiten und erlernen? Das heißt, werden wir digitalere Schule haben? Werden wir andere Beschulungsformen haben? Mehr Zusammenarbeit? Multiprofessionelle Teams sind angesprochen. Also was bleibt von dieser Krise an Positiven möglicherweise auch über die
Pandemie hinaus? Soll ich anfangen? Ja, also ich finde, die Pandemie hat uns ganz viel gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sich begegnet, Kontakte, persönliche Kontakte, alles, was für uns selbstverständlich war, war ja jetzt oft nicht mehr möglich. Aber ich habe auch gelernt, dass zum Thema Klima sich was mit Vorteilen bewegt hat, weil ich bin im Jahr, fahre ich bestimmt fast 10.000 Kilometer für die GEW im ganzen Bundesgebiet rum. Bis Fulda, bis Hannover, bis Berlin und so weiter. Und diese ganzen Kilometer, die ich da immer verfahre für Sitzungen von 2 Tagen, die kann ich mir jetzt sparen und bin in einer Videokonferenz und kann mich ganz genau auf die Inhalte auch konzentrieren. Ich kann mich super vorbereiten. Ich kann während der Videokonferenz noch was nachschauen. Ich bin da so flexibel mit den digitalen Medien. Ich habe da ganz viel gelernt und ich kann das im Moment nur begrüßen. Und wir müssen da auch unsere Vorteile herausziehen. Natürlich ist Präsenzunterricht steht immer für mich an erster Stelle. Auch die Begegnung in der Kita, Kind und Erzieherin, Eltern. Aber jetzt müssen wir uns einfach schützen und müssen das Beste daraus machen. Und es hat ja auch gezeigt, das Thema Inklusion muss weiter bearbeitet werden, mehr Ressourcen ins System, mehr Geld ins System. Und dann, denke ich, finden wir auch sehr gute Lösungen. Aber ich hoffe, dass dann das Gespräch nach der Pandemie nicht so ist, ah ja, jetzt ist kein Geld mehr da. Das wäre fatal. Also wenn wir das feststellen würden, das wäre sehr, sehr, also das wäre für mich Katastrophe. Santino, was bleibt? Also erstmal, was und wie viel bleibt, ist, glaube ich, immer auch abhängig vom politischen Willen. Der ist ja im Moment ziemlich gering, was das angeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das ändert. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass einfach Videokonferenzen, dass die halt mehr ausgebaut werden. Gerade, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, wären irgendwie Schulkonferenzen, Gesamtkonferenzen, sowas zum Beispiel. Da kann man auch Pausen einplanen, gerade auch, weil da irgendwie auch Anfahrtswege wegfallen. Das Zeitpanel von jeder Klassenarbeit von 10 bis 15 Minuten, wo man einfach nochmal gezielt Fragen stellen kann. Also dass man halt einfach, auch wenn wir jetzt zum vollständigen Präsenzunterricht zurückkehren würden, dass man auch einfach Online-Elemente hat und auf die halt zurückgreifen kann, wenn man sich halt nicht noch eine Stunde treffen kann und irgendwie Fragen noch nicht geklärt sind von der Arbeit, sowas zum Beispiel. Oder dass generell man Hausaufgaben auf OSS stellt und nicht irgendwie die Stunde noch 5 Minuten überziehen muss, um noch eine Hausaufgabe aufzugeben und die noch kurz zu erklären, wenn mal das Zeitmanagement nicht gerade so passt, sowas. Also ich sehe halt vor allem da auch die digitalen Angebote als Unterstützung für die Bildung. Genau, das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende unserer Zeit. Das war das 5. Mal, dass wir dieses digitale Fachgespräch gemacht haben. Und wir hatten noch nie so viele Fragen und noch nie so viel im Chat geschrieben, wie jetzt in diesem digitalen Fachgespräch zu diesem Thema. Das ist wirklich ein Thema, das vielen Leuten auf den Nägeln brennt. Alle, die zu Hause ihre Kinder betreuen müssen. Also das ist ein Thema, glaube ich, auch das für die Zukunft dieses Landes extrem wichtig ist. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass so viele hier mit waren in der Videokonferenz, aber auch, dass draußen einige zugeguckt haben. Weil, und das habe ich heute Abend auch nochmal deutlich gehört, es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern viel dazwischen. Und dass wir auch über die Pandemie hinaus eine ganz, ganz große Aufgabe haben werden, nämlich zu gucken, was haben wir gelernt im Bereich der Digitalisierung und wie können wir die Fehler, die diese Pandemie offengelegt hat,
Personalmangel, wo kriegen wir gutes Personal her? Wie können wir vielleicht Unterrichtskonzepte verändern? Wie können wir die Schulen besser ausstatten? Dass das diese Pandemie offengelegt hat und dass wir da auch vielleicht was Positives aus dieser Pandemie mitnehmen können. Ich kann für uns sagen, für uns ist und bleibt das ein extrem wichtiges Thema. Nicht nur für die Betroffenen, also für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch alle anderen Beschäftigten, die Erzieherinnen und Erzieher, und alle anderen, die zum Gelingen von Bildung, von Schule, von Erziehung beitragen, sondern das ist auch, glaube ich, eine Zukunftsfrage, eine ökonomische Zukunftsfrage für das Saarland. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir darüber diskutieren und dass wir eben gucken, was können wir aus der Krise lernen, wie können wir das Beste jetzt die kommenden 6 Monate machen, wie können wir vielleicht auch Bildungsdefizite, die entstanden sind, auch wieder aufholen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, über den wir mal diskutieren müssen. Was machen wir eigentlich in den kommenden Monaten, um mögliche Bildungsdefizite wieder aufzuholen? Und es hat auch was zu tun, das habe ich selbst erfahren, mit Wertschätzung für diejenigen, die jetzt dort im System drin sind. Das sind nicht nur die Beschäftigten, die Schülerinnen und Schüler, sondern das sind auch die Eltern und auch das soziale Umfeld vieler Familien, die in den letzten Monaten verdammt viel zu leisten hatten. Und da muss man wirklich sagen, hoffentlich hat die Pandemie auch dazu geführt, dass wir als Gesellschaft wieder ein Stück weit stärker zusammenfinden. Ich glaube, daran müssen wir alle arbeiten. Und ich sage das auch ausdrücklich an der Stelle. Es ist keine parteipolitische Frage, sondern es ist tatsächlich eine Zukunftsfrage für dieses Land. Und deswegen würde ich mir da auch manchmal einfach ein bisschen mehr Offenheit wünschen, auch für Vorschläge aus der Zivilgesellschaft, aber auch von der Opposition und aus der Opposition. Deswegen also herzlichen Dank, Birgit, Santino und alle, die mitdiskutiert haben. Wir hätten noch lange weiter diskutieren können. Und Birgit, es wird nicht die letzte Diskussion sein, die wir über diese Thematik führen. Und wir bemühen uns redlich und wir danken euch auch für euer Engagement, weil das extrem wichtig ist in diesen Tagen, da auch eine vernehmbare Stimme auf der anderen Seite zu haben, eben nicht nur im politischen Raum, sondern tatsächlich auch im Bereich der Gewerkschaften, aber auch bei den Schülerinnen und Schülern und auch bei den Eltern. Also herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe unseres digitalen Fachgesprächs. Da werden wir uns mit einem schwierigen Thema befassen, nämlich der Frage der Flüchtlingssituation auf den griechischen Inseln, auf Lesbos. Das ist auch ein schwieriges Thema, das leider vor dem Hintergrund der Pandemie etwas in den Hintergrund geraten ist. Also herzlichen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis alles Gute und einen schönen Abend noch. Vielen Tschüss. Dank auch. Ja, ein schöner Abend und bleibt gesund. Danke, Birgit. Danke. Alles Gute euch allen. Ne? Ja. Tschüss.